studieren wir, wie die Seele in der Bibel definiert wird. Lesen wir 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Wenn ein Mensch stirbt, kann man deshalb laut der Bibel nicht mehr von Seele sprechen. Denn in Prediger 12, Vers 7 wird uns gesagt, denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist, also damit gemeint ist, den lebendigen Odem, wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Jetzt lesen wir einige Bibelverse, die zeigen, dass die Tote nichts wissen. Lesen wir zuerst Prediger 9, Vers 5. 6 und 10. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen, dass man sie nicht mehr liebt, noch hasst, noch neidet und haben kein Teil mehr auf dieser Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir von Händen kommt zu tun, das tue frisch, denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. 2. Samuel 12, Vers 23 sagt uns, er sprach, und das Kind fastete ich und weinte, da es lebte, denn ich gedachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird, dass das Kind lebendig bleibe. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es auch wiederum holen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht zu mir. Es ist auch sehr wichtig zu betonen, dass laut der Bibel, wenn man gestorben ist, gibt es keine weitere Möglichkeit für die Person, gerettet zu werden. Lesen wir dazu Psalm 6, Vers 5. Denn im Tode gedenkt man dein nicht. Wer will dir bei den Toten danken? Psalm 30, Vers 9 sagt uns, zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn flehte ich. Was ist Nütze an meinem Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Psalm 88, Vers 12 und 13. Wird man in Gräbern erzählen deine Güte und deine Treue im Verderben? Mögen denn deine Wunder in den Finsternis erkannt werden oder deine Gerechtigkeit in dem Lande, da man nichts gedenkt? Psalm 115, Vers 17. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, noch die herunterfahren in die Stille. Und zum Schluss lesen wir noch Jesaja 38, Vers 18 und 19. Denn die Höhle, gemeint ist die Grube, lobt dich nicht, so rühmt dich der Tod nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Wahrheit, sondern allein, die da leben, loben dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird den Kindern deine Wahrheit kundtun. Mit den Toten zu sprechen, zu kommunizieren, ist laut der Bibel verboten. Denn die Lehre von Unsterblichkeit der Seele, mit dem Toten zu kommunizieren, alle diese Sachen gehören zum Spiritismus. Man kommuniziert also nicht mit der eigentlichen Person, denn wie schon aus der Bibel gezeigt, die Person ist tot, sie weiß nichts, sondern man kommuniziert mit Dämonen. Deshalb sagt uns Gott im 3. Mose 19, Vers 31, ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern und forscht nicht von den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Die Bibel lehrt uns deutlich, dass die Toten nichts wissen. Sowohl eine gerechte Person als auch eine ungerechte Person, die gestorben sind, wissen nichts mehr. Die Gerechten werden bei den speziellen oder bei der ersten Auferstehung von Jesus Christus auferstanden werden. Und die Ungerechten werden bei der zweiten Auferstehung auferstanden werden. Und erst dann wird jede Person von Jesus Christus die Belohnung entsprechend seinen Werken bekommen. Es lohnt sich sehr, zu diesem Thema auch das Kapitel Die erste große Täuschung aus dem Buch Der große Kampf oder Vom Schatten zum Licht von Ellen G. White zu studieren. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.